herzlich willkommen bei Wer weiß denn sowas? Und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Show von Wer weiß denn sowas? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet eine zauberhafte Woche und wünsche uns allen und insbesondere euch da draußen viel, viel Spaß mit unserer nächsten Show. Wir haben tatsächlich gar nicht mehr so viele in diesem ersten Game. Wähle dein Team. Aber wir werden zu Elton gehen. Ich hoffe, ich muss an dieser Stelle sagen, ich hoffe, ihr hört nicht zu viel Hintergrundsound, weil heute nehme ich an einem Freitag auf. Normalerweise nehme ich dieses Format bewusst eher mehr an einem Samstag auf, weil es da ein wenig ruhiger im Haus ist. Aber ihr kennt ja schon meinen DJ-Nachbarn, ihr kennt meine arabischen Nachbarn. Es gibt aber auch noch einen Nachbarn, den ich noch gar nicht erwähnt habe. Und zwar einen Schlagerfanatiker. Und gelegentlich hat er mal so Phasen, wo Helene Fischer rauf und runter gehört wird. Es könnte sein, dass man in diese Richtung etwas hört. Da tut es mir sehr, sehr leid. Versucht das einfach zu überhören. Wir werden jetzt zu den Alten gehen. Ja, ich sagte doch Chaos. Jetzt wäre sich ja die Frage, was für ein Hottentottenhaus wohnt sie denn? Berlin. So, das reicht schon als Stichwort, um zu sagen, wo ich wohne. Kommt, lasst uns mal die Karl nehmen. Viel Spaß damit. Ratet wie immer sehr, sehr gerne mit. Und lassen wir uns überraschen, was wir heute wissen. Oder auch nicht. In Wer weiß denn sowas? Und jetzt kommt das Intro. Heute bei Wer weiß denn sowas? Bernhard Hoeker und Elton. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Eine neue Ausgabe von Wer weiß denn sowas? Danke fürs Einschalten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wussten Sie eigentlich, dass es in Lappland eine Fußballmannschaft gibt, die FC Santa Claus heißt? So, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir haben zwei wunderbare Teams. Wir schauen auch heute wieder zum Anfang auf die Publikumsverteilung, denn auch heute durfte sich das Publikum ja wieder frei entscheiden, auf welcher Seite Sie Platz nehmen, was Sie glauben, welches Team heute gewinnt. Im ersten Moment. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Ja, war immer noch sehr, sehr wenig. Und das Team Elton. Oh, Gleichstand, Gleichstand. Aber wer beginnt denn dann, das jetzt in den Mund zu werfen? 12 Fragen für jede richtige Antwort, 500 Euro. Und beide Teams haben auch heute wieder einen Publikumsjoker. Wer beginnt jetzt? Hier ist unsere Wand. Wer beginnt? Das sind die heutigen... Edelmetall, Neuheit. Edelmetall. Oh, Biologie. Wie ticken wir? Biologie. Neuheit. Schönheit. Total genial. Sport. Damals. Oh, das fängt ja schon wieder Körper. Gut an. Tierisch, tierisch. Das Fragezeichen. Und. Aber Lever. Wer fängt an? Wer fängt an? Und wie immer darf das Team die erste Kategorie wählen, das Aber mehr Menschen hinter sich hat. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? So. Das ist jetzt mal eindeutiges Bernhard-Mobbing. Er hat ja gesagt, das Team, das mehr Leute hinter sich gebracht hat, es war Gleichstand. Ich weiß nicht, ob das vom Spielalgorithmus überhaupt jemals so vorgesehen ist, dass es sowas wie Gleichstand überhaupt geben kann. Aber theoretisch hätte er jetzt irgendwie sowas wie eine Münze werfen müssen. Aber gut, also wir fangen an. Wir haben sehr spannende Kategorien. Im Übrigen muss ich sagen, letztens kam live im TV sogar eine Folge mit Knossi und noch einem anderen Typen. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich bei dieser Anfangsmusik tatsächlich auf der Couch saß und mitgedanced habe. Also das ist jetzt nicht bei jedem einfach eine Show, sondern irgendwie ist das bei mir ein Fehler im Kopf. Wir nehmen natürlich Biologie. Ja, schön. Nein, schön, ja, schön, komm, schön. Lass es uns tun. Wie werden kernlose Weintrauben gezüchtet? A. Sie vermehren sich durch Stecklinge. B. Die Kerne lösen sich im Reifungsprozess auf. Oder C. Sie entstehen im Labor. Ah, schwierig. Also, ich habe immer gedacht, dass das... Also, dienen die Kerne tatsächlich bei Weintrauben zur Vermehrung? Ich habe gedacht, dass das tatsächlich eine Züchtung ist, die durch Zufall entstanden ist, und die man dann weiter vermehrt hat. Das ist ja genauso wie mit Melonen und den Kernen.
Also sie entstehen im Labor, das ist ja Schwachsinn. Also es bezieht sich ja jetzt auf die fortführende Zucht, nicht wie wurden sie einmal irgendwie, also wie sind sie einmal entstanden? Nee, das ist ja nicht, dass sie permanent im Labor, so, Kerne lösen sich im Reifungsprozess auf, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die Kerne vielleicht entweder noch gar nicht... Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? ...vorhanden sind, das ist auch Blödsinn, was sie da erzählt. Oh, wo hat das jetzt mit Biologie zu tun? Ja, irgendwie ja schon. Ich bin fast für A, aber sind das Stecklinge? Oh, ich frage jetzt mal das Publikum, Entschuldigung, da bin ich mir sehr unsicher. Eine sehr schöne Frage. Das ist jetzt die Biologiefrage. Wer glaubt, die richtige Antwort aus der Botanik zu kennen? Kommt? Wer es glaubt zu wissen, steht mal bitte kurz auf. Es können auch mehrere sein. So eins der wenigen jetzt Sachen, entscheiden. Wer soll die antworten? Im Studium überhaupt nicht vorgekommen sind. Botanik. Und du wählst dann einmal das, was du studiert hast, ne? Okay, ich habe jetzt nicht direkt Biologie studiert, sondern mehr im ingenieursen Bereich. Und dann kommt genau sowas. Und sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich tendiere eindeutig zu Antwort A. Hätte ich jetzt, das ja, passt für mich am besten. Stecklinge kennt man ja aus der Botanik. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Kann das wirklich sein? Aber ich meine, es gibt so viele Vermehrungszyklen. Die Sultanine entsteht aus einer kernlosen Weintraubensorte, die schon seit Jahrtausenden kultiviert wird. Ach so? Weintrauben lassen sich nicht nur durch Samen, sondern auch ungeschlechtlich vermehren. Und zwar durch Ableger, Stecklinge oder durch Aufpropfen. Man nimmt dabei den Trieb einer bestehenden kernlos tragenden Pflanze und propft ihn auf einen bestehenden Weinstock. Daraus entsteht dann eine komplett neue Pflanze, die wiederum kernlose Weintrauben liefert. So faszinierend, was die alles können, das ist so krass. Die ersten 500 Euro auf eurem Konto. Was soll eure erste Kategorie sein? Schönheit spricht mich an. Eher nicht. Sollen wir einfach so tierisch-tierisch nehmen? Klingt am vernünftigsten. Tierisch-tierisch, bitte. Auf Beutefang hilft es dem Turmfalken, dass er A. schwarz-weiß gefiedert ist, B. ultraviolettes Licht sehen kann oder C. Mäusemännchen am Geruch von Weibchen unterscheiden kann. Aber was soll ihm das bringen? Was hältst du von B? Kriegt er Weibchen eher? Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Finde ich irgendwie skurril. Wie stehst du zu A? Also ich glaube, es ist A. Wir sagen A. Das glaube ich auch. Ihr nehmt A. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Hier ist jetzt nur die Frage. Mäuse und andere Kleinnagetiere hinterlassen auf dem Weg zu ihrem Unterschlupf Urinspuren. Diese reflektieren ultraviolettes Licht, für den Menschen unsichtbar, doch nicht für den Turmfalken. Seine Augen verfügen über zusätzliche Sinneszellen, die ihm ermöglichen, Teile des ultravioletten Lichtspektrums zu sehen. Da der Turmfalke Urinspuren seiner Beutetiere also erkennen kann, beobachtet er bei der Jagd besonders diese Orte. So spart er Zeit und Energie. Ach. Leider bleibt es bei 0 Euro. Spannend. UV? Also, nächste Kategorie. Die machen wir weiter. Also, kurzwelliges. Also, das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie das biologisch oder beziehungsweise biologisch-physikalisch funktioniert. Weil ich meine, das heißt ja dann irgendwie... Wow, okay, das finde ich richtig spannend. Ich wusste gar nicht, dass es Tiere gibt, die in dem Bereich sehen können. Auch Tiere sind sehr, sehr faszinierend, neben den Pflanzen. Aber was nehmen wir jetzt? Schönheit, Edelmetall, wie ticken wir? Neuheit, total genial. Sport, damals clever, unser Körper. Ich bin fast für total genial oder unser Körper. Komm, lass uns mal jetzt total genial, in die Lifehack-Ecke gehen. Was kann beim Schminken statt einer Wimpernzange benutze helfen? Ich nie. Paradieschen, BT-Löffel oder CPET-Flasche? Was? Also, jetzt werden einige sagen, bist du eine Frau? Hast du auch so viel Schminkzeugs in der Fresse? Beantworte das richtig. So, jetzt also Wimpernzangen. Ich habe eine Dame tatsächlich, aber die habe ich ungelogen einmal benutzt und kam zum einen nicht damit zurecht und zum anderen fand ich es, irgendwie hatte ich den Eindruck, dass das meinen Wimpern auch tatsächlich überhaupt nicht gefällt.
So, für diejenigen, die mit der ganzen Schminkerei überhaupt nichts am Hut haben, diese Wimpernzangen sind die, wo du dir deine Wimpern einklemmst und dann einfach nach oben biegst. Diesen Effekt erziele ich einfach ganz normal, indem ich mir vorneweg die Hände wasche und wenn die Finger dann noch so leicht feucht sind, einfach mit den Fingern mal so nach oben streife und dann meine Wimpern tusche. Dann habe ich exakt den gleichen Effekt, nur es ist einfach besser. Ohne dass irgendwas abbricht. So, aber die Frage ist jetzt, ein Radieschen. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Könnt ihr jetzt ein Radieschen? Das, nee, mit Essen spielt man nicht. Ich habe schon mal Teelöffel. Was könnte Teelöffel machen? Was machst du dann mit dem PET-Flasche? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht der Teelöffel? Ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie mir das helfen könnte, meine Wimpern hochzuhalten. Also Teelöffel kennt man ja um die Augen, damit die Augen ein bisschen abschwellen vielleicht. Auch was ich nicht mache. Ich bin da irgendwie eine sehr untypische Frau. Es muss unkompliziert gehen. So, das ist so alles, was irgendwie zu viel aufwendig ist. Da habe ich keine Lust drauf. PET-Flasche. Ich habe keine Ahnung. Komm, lass uns den Teelöffel nehmen. Das kann theoretisch möglich sein. Theoretisch kann auch das Radieschen mir helfen. Also C stimmt schon mal auf gar keinen Fall. Und was sagst du zum Radieschen? Keine Ahnung. Dann nehmen wir jetzt den Teelöffel. Das wird falsch sein. Tausendprozentig. Ich habe keine Ahnung. So, wir haben B eingeloggt. Hier ist die Lösung. Wer keine Wimpernzange zur Hand hat, seinen geraden Wimpern aber dennoch einen hübschen Schwung verleihen will, findet das perfekte Hilfsmittel in der Küche. Einfach heißes Wasser über einen Teelöffel laufen lassen und dann verbrennt sie das Auge. Den warmen Löffel an das Lid halten und die Wimpern für den perfekten Augenaufschlag 20 Sekunden an die jüngeren an den Löffel drücken. Leute, das braucht ihr nicht niemals. Den Effekt kriegst du auch mit einem feuchten Finger hin. Und da vernünftigen so, Mascara. Also, einem guten Pinsel. Was? Wo kommt der Tipp her? Na, lass uns einfach Edelmetall nehmen. Ja, da sind wir uns auch einig. Wir hätten gerne Edelmetall. Wo spielt nordisches Gold eine Rolle? A. Im Skilanglauf, B. bei der Deutschen Bundesbank oder C. im Klavierbau? Fang mal an zu denken. Fang jetzt an zu denken. A vielleicht? Nordisches Gold. Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht beim Skilanglauf? Dass es so eine Medaille ist? Wäre C eine Option? Vielleicht? Halte ich für unwahrscheinlich. Oder bestimmt okay, wir das nehmen Holz. Das Publikum. Ihr nehmt den Publikumsjoker. Wer weiß das? Ja, Klaviere ganz kurz auf, verwendet einmal. Wird. So, wen nehmen wir? Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Antwort B müsste richtig sein. Das hat mir jemand erzählt. Bitte, da habe ich das Gold. Also, B ist eingeloggt. Nee. Dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Bei Nordisch Gold handelt es sich um eine Legierung aus 89% Kupfer, 5% Aluminium, 5% Zink und 1% Zinn. Es besitzt also nicht die geringste Spur von Gold. Das Material wurde ursprünglich für die schwedische 10-Kronen-Münze entwickelt und hat zumindest ein goldähnliches Aussehen, woher auch sein Name abgeleitet ist. Das Material ist recht preiswert, sehr widerstandsfähig und nicht magnetisch. Deswegen wird nordisches Gold hauptsächlich als Münzmetall verwendet. Und zwar für die 10, ach, 20 und 50 Euro-Cent-Stücke. Und die sind Sache der Deutschen Bundesbank. Aha. Das werde ich das nächste Mal irgendwie sagen beim Rossmann. Ich zahle mit nordischem Gold. Und du fragst, Karte oder Bar? Mit nordischem Gold. Oh Gott. Nächste Kategorie für euch. Ich sehe mich das wirklich ausprobieren. Ohne Witz. Also, dann lass uns doch bei unseren Körper nehmen. Ich finde unser Körper aber nicht richtig, so verkehrt. Ich hoffe auf Punkte. Ich hoffe. Mit welchem Hilfsmittel kann man Sodbrennen behandeln? Milch. A. Kalter Kaffee. B. Geriebene Milch. Kiwi. Oder C. Saft aus roher Kartoffel. Also, ich hätte jetzt gesagt Milch. Weil, also Sodbrennen hilft nicht Kaffee noch mehr so? Also was ist Sodbrennen? Biologe, okay, unser Körper. Wir sind bei unserem Körper. Das heißt, biologisch gesehen wäre jetzt die Frage, was Sodbrennen ist. Ich glaube,
ich meine, ziemlich fest gehört zu haben. Also du hast ja hier jetzt, ne, Ösophagus, also Speiseröhre, dann wandert das hier runter und dann kommt hier irgendwann relativ der Magen. Damit das nicht zu dem Reflux kommt, also zu dem Zurück, gibt es so eine Art Klappen, die das verhindern. Die nennt man direkt über Magen einen Sphinker. Das ist der Magen-Sphinker, also S-P-H-I-N-K-E-R geschrieben, glaube ich. Und beim Sodbrennen... könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ich weiß nicht, warum, das ist jetzt die Frage. Beim Sodbrennen kommt es zu einem gewissen Reflux, was dann bis hoch zur Speiseröhre kommen kann und, auch wenn das zu oft natürlich auftritt, die auch so ein bisschen die Speiseröhre wegätzen kann, was ein Problem zum Beispiel bei Bulimie ist tatsächlich, wenn nämlich sehr, sehr viel Magensaft wieder nach oben. Aber gut, das hat jetzt mit dem Sodbrennen nichts zu tun. Ich bin der Meinung, dass kalter Kaffee oder Kaffee allgemein Sodbrennen weiter noch fördert. Geriebene Kiwi ist sowas, also Kaffee, ich glaube, ich würde in dem Fall jetzt nach einem pH-Wert gehen, weil im Magen hast du ja einen sehr niedrigen pH-Wert, also sprich sehr sauer, von 1 bis 2 müsste es sein. Kaffee müsste, glaube ich, auch im sauren Milieu sein, das ist also schlecht. Kiwi müsste auch eine gewisse Säure haben, alleine schon durch den hohen Anteil an Vitamin C, also Ascorbinsäure. Ich bin daher für den Saft von einer rohen Kartoffel. Weil es Stärke ist und Kartoffeln, glaube ich, mehr im basischen Bereich sind. C ist eigentlich das plausibelste. Um so ein bisschen pH-technisch zu neutralisieren. Also du würdest, was würdest du jetzt tun, wenn du Sodbrennen hast? Ich hätte jetzt gedacht Milch, aber es gibt ja zum Beispiel auch so eine Tabletten, die man nehmen kann. Und ich glaube, die sind so ein bisschen aufs basischere Milieu, um den pH-Wert so ein bisschen zu regulieren. Nein, wir nehmen C, oder? Ich hoffe, ich habe jetzt keinen kompletten Mist erzählt. Wir loggen C ein. Hier ist die Lösung. Sodbrennen äußert sich durch schmerzhaftes Brennen, das sich vom Oberbauch bis in den Hals erstreckt. Grund ist der Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre. Ein effektives Hausmittel bei Sodbrennen ist der Saft von rohen Kartoffeln. Dazu sollte man sie mit einem Entsafter auspressen. Hört ich jetzt was so sagen? Den gewonnenen Saft im Verhältnis 1:2 mit warmem Wasser mischen und umgehend trinken. Der Saft neutralisiert und bindet überschüssige Säure im Magen. Ja, binden vermutlich vielleicht auch noch. Was ist denn das? Stärke? Ne? Also, kann sein. Das ist jetzt chemisch nicht so im Kopf, aber. Wir machen mit euch weiter. Ja. Neuheit ist bestimmt spannend. Neuheit ist echt schwer. Schönheit spricht Neuheit, nicht an. Schönheit. Das ist ja totaler Lotterie. Mann. Entscheiden wir uns für das Fragezeichen? Zweimal hat sie jetzt schon gesagt, sie will Schönheit. Dann lass uns sie doch nehmen. Das Fragezeichen bitte. Laut einer britischen Studie warten Männer etwa eine halbe Stunde ab, bevor sie eine SMS bekommen. Was? Niemals. B. Im Schnitt 2 Minuten am Tresen, bis sie ein Bier bekommen. Oder C. In ihrem Leben zusammengerechnet C. ein Jahr C. lang auf Frauen. Ich bin für C. Könnte es A sein? Definitiv. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Nee, B hat ja auch nichts damit zu tun, ob Mann oder Frau. Ich bin für C. Aber in ihrem Leben zusammengerechnet ein Jahr lang auf Frauen. Ganz dunkel habe ich sowas mal gehört. Ich tippe auf C. Wir sind uns alle einig, es ist C. Alles klar, wir haben C eingeloggt. Wir lösen es auf, es führt kein Weg dran vorbei. Wir lösen es auf. Ein Mann wartet auf der Straße, im Wohnzimmer, im Bekleidungsgeschäft auf seine Frau. Ja, allein vor der Unfallkarriere verbringt er 22 Wochen seines Lebens. Ja, was it is. Weil wir die Löffel suchen müssen. Studie, die gesamte Wartezeit eines Mannes auf ein komplettes Jahr. Oh, mein Jahr ist krass. Also, Löffel in die Tasche, vielleicht suchen wir einfach nur die. 1000 Euro. Ein Jahr. Nächste Kategorie. Schatz, ich werde dich doch ein Jahr auf dich warten. So, also, pass auf, was sehen wir denn? Ich finde, Schönheit, Neuheit reizt mich total. Aber ich habe auch so ein bisschen Angst vor der Kategorie. Ich würde daher vielleicht doch als letzte Frage, in der Hoffnung vielleicht irgendwie noch einen Punkt abzugrasen, einfach mal clever dann nehmen. Dann sind wir clever. Und danach sind wir offen für so ziemlich alles, bis auf den Sport.
Manche gekochten Eier haben einen grünen Rand um das Eigelb, weil gute Frage. Zu lange gekocht wurden, B, zu kalt abgeschreckt wurden oder C, älter als vier Wochen sind. Ja, älter als vier Wochen, definitiv. Das ist ein Effekt, den kennt ihr vielleicht von Ostereiern. Und zwar bei Ostereiern, da haben wir ja auch in diesem Spiel gelernt, dass man Ostereier nicht abschrecken soll, damit sie länger halten. Siehst du, ich habe mir etwas behalten, etwas, was ich in diesem Spiel gelernt habe und an das ich mich erinnere. Aber vielleicht kennt ihr das. Also bei uns war es früher so, als ich zu Hause gewohnt habe, Mutti hat bestimmt so knapp, ja, 1,5 bis 2 Wochen, ist jetzt so meine Erinnerung aus der Kindheit. Also auf jeden Fall ein paar Tage, bevor Ostern überhaupt war, vielleicht auch 1 Woche. 2 Wochen ist vielleicht zu lang, ich weiß es nicht. Also vor Ostern, irgendwann vor Ostern, Eier gefärbt und die dann halt in so ein Nest gelegt. Also natürlich hart gekochte Eier und dann in ein Nest gelegt. Und ich weiß immer, wenn wir die dann zu Ostern gegessen haben, dass dann so ein grüner Rand irgendwie drumherum war. Und die Eier, ab dem Zeitpunkt, wenn du sie kochst, sind ja auch nicht frisch aus dem Hut rausgefallen, sondern durch Ernte, also Einsammeln, Transport und existieren die ja auch schon aus dem Hühnerweg eine Weile. Deswegen kommt das mit 4 Wochen schon tatsächlich gut hin. Ich würde sie nehmen. Definitiv zu kalt abgeschreckt. Das hat ja nur was, um dieses Häutchen drumherum zu tun. Zu lange gekocht, mehr als hart werden kann es nicht. Nach hart kommt nicht steinhart. Wir nehmen C. Es ist definitiv C. Okay, wir haben C eingeloggt. Es ist vielleicht irgendwie... Wir schauen irgendwie jetzt gemeinsam auf die Lösung. Grüne Eisen? Wenn Eier gekocht werden, verändert sich das Eigelb. Je nachdem, wie lange das Ei gekocht wird. Wenn ein Ei länger als ca. 15 Minuten dem heißen Wasser ausgesetzt ist, wird Eisen aus dem Eigelb freigesetzt. So lange gekocht! Im Eiweiß entsteht zur gleichen Zeit Schwefelwasserstoff. Beide Stoffe verschmelzen und ich hab miteinander noch gesagt, am Dotterrand Eisen. Zu Eisensulfid, was die grünliche Verfärbung verursacht. Schädlich sind diese Verfärbungen allerdings nicht. Und ich habe es gerade noch gesagt, Eisen. Bleibt bei 1.500 Euro. Okay, da wäre ich jetzt aber nicht drauf gekommen. Nächste Kategorie. Neuheit ist bestimmt spannend. Neuheit ist echt schwer. Schönheit spricht nicht an. Oh Mann, an. Die Arme. Legen Gib dir doch die Schönheit. Ich bin für wie ticken wir. Was denkst du? Das ist Psychologie. Wie ticken wir nämlich? Eigentlich wären sie sicher nicht da. Was zügelt statistisch erwiesen den Heißhunger auf Schokolade? A. Vanilleduft riechen, B. Bier trinken oder C. Gürtel weiterschnallen? Ich darf nicht essen. Eventuell B. Ganz dunkel habe ich sowas mal gehört. Vielleicht. Antwort A. Also Bier trinken, da kriege ich dann hinterher Bock auf Chips. Das wäre zu einfach. Oder ist es so gemeint? Wir entscheiden uns für B. Du kriegst einfach dann Heißhunger auf was anderes. Dann nehmen wir B. Hier ist nicht Schokolade, sondern was anderes. Das kann sein. Ein Londoner Forscherteam untersuchte die Wirkung verschiedener Düfte bei Heißhunger auf Schokolade. Das sieht so richtig nach Tatsächlich aßen Studienteilnehmer weniger Schokolade, wenn sie Vanilleduft rochen. Als Grund dafür vermuten Forscher das Hormon Serotonin. Vanilleduft fördert demnach die Ausschüttung dieses Hormons und lässt dadurch Glücksgefühle entstehen. Wer beim Riechen schon Glück empfinde, verspüre demnach keine Sehnsucht mehr nach Süßem. Das heißt, um uns psychologisch so ein bisschen aufzumöbeln. Also es bleibt bei 1.000 Euro. Heißt es einfach so ein paar Vanillekerzen in der Wohnung reinstellen und dann hast du psychisch gute Laune? Wir haben noch 4 Kategorien. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, wo ist jetzt mein Einkaufszettel? Ich werde mir irgendwas aus Vanille für meine... Also Vanille für... Psyche kaufen. Gut, Einkaufszettel läuft. Dann werden wir jetzt Neuheit nehmen. Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das hier tendieren. Ja. Zukünftig sollen Pflaster nicht mehr mit Klebstoff an der Haut haften, sondern Spucke. Mit A-Nadeln, B-Magneten oder C-Honig. Was? In welcher Zukunft soll das sein? Mit Nadel, natürlich, klar, so richtig in die Haut rein. Was? Wie sollen? Ist das jetzt auch verboten? Ob bitte nicht? Ich brauche, also Pflaster ist auch was, was ich ziemlich häufig brauche. Magneten? Honig? Also ich könnte mir vorstellen, ich meine Heftpflaster, es soll ja
klebend. Und Honig hat ja theoretisch auch eine antibakterielle Eigenschaft. Und Pflaster packt es ja meistens irgendwie auf eine Wunde. Und das Pflaster hat zudem ja die Eigenschaft, die Wunde vor Bakterien und Dreck zu schützen. Und wenn das gleich noch einen antibakteriellen Effekt hätte, wäre das gut. Das einzige Problem, was ich jetzt an dieser Antwort habe, ich würde sofort Honig was sagen. Ist denn dann mit den Bienen? Also wer soll das alles produzieren? Und hält das überhaupt richtig fest? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das, also ich könnte mir vorstellen, das verrutscht zum einen. Zum anderen tue ich mich ganz, ganz schwer, irgendwie sowas biologisch Produziertes von Tieren mir einfach auf die Haut zu packen. Aber Nadeln und Magneten, da, also... Ich würde C nehmen. Ultra skurril. So, hier kommt die richtige Lösung. Was ist denn da jetzt die Antwort? Ganz nach dem Vorbild des Kratzwurmparasiten, der sich mit seiner Rüsselspitze in den Darmen von Fischen festhakt, entwarfen amerikanische Forscher ein chirurgisches Pflaster. Hier Bilder der ersten Tests. Das neue Pflaster ist nicht mit Klebstoff beschichtet, sondern mit hunderten von Mikronadeln aus Kunststoff besetzt. Sie dringen in das Gewebe ein, schwellen dort an und haften fest. Der Vorteil, das Pflaster schont die Haut und lässt sich leicht wieder entfernen. Sicher? Das hörte sich jetzt nicht so an. Es bleibt bei 1500 Euro. Wenn man das so hört, also richtig eklig hört sich das an, ne? Wir haben noch drei Kategorien. Da denkst du automatisch an sowas. Damals? Wir schließen jetzt erstmal das aus. Schwere Entscheidung. Sport vielleicht? Es ist schon relativ komplex. Schönheit bitte. Sie hat ihre Schönheit bekommen. Mit welchen Hilfsmitteln hält ein aufgetragener Lippenstift wesentlich länger? A. Wattepad und Earl Grey Tee. B. Mullbinde und Feuchtigkeitscreme. Oder C. Kosmetiktuch und Puder. Was sagst du zu auch wieder A? Was, wo ich keine Ahnung habe. Das ist ja generell albern. Fällt dir zu B was ein? Du machst auf die Mullbinde die Feuchtigkeitscreme und legst das vorsichtig drauf. Dann wird die Lippe wird weicher und zieht ein und nimmt Farbstoffe mit hinein. Was? Wir locken B ein. Don't do it! Okay, wir locken B ein, meine Damen und Herren. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Oft ist die Leuchtkraft eines Lippenstiftes nur von kurzer Dauer. Wer wesentlich länger Freude am roten Kussmund haben möchte, sollte zu einem Trick greifen. Einfach mit einem dünnen Kosmetiktuch die bemalten Lippen bedecken. Danach den losen Puder durch das Tuch auf die Lippen tupfen. Der Puder setzt sich durch das Tuch auf die Lippen ab und fixiert somit die Farbe. Echt jetzt? Funktioniert das? Aber ich meine, also... So, zwei Kategorien haben wir noch. Der hat ja jetzt so ein Taschentuch genommen. Du kannst mir nicht erzählen, dass durch dieses Taschentuch irgendwas durchgekommen ist. Das ist doch, du puderst einfach nur dein Taschentuch ab und... Ja, dann werden wir uns ganz zielgerichtet auf damals fixieren. Nämlich sehr gern. Es ist schlimm und schlimmer. Der französische Feldherr Napoleon Bonaparte lernte erst im Alter von 9 Jahren Französisch, konnte Zeit seines Lebens nicht lesen oder C. war in seiner Zeit als Kaiser extrem schwerhörig. Napoleon, das ist jetzt tatsächlich was, nie in der Schule haben wir irgendwann mal Napoleon in der Schule, also der Grundschule, kann ich mich nicht erinnern. Napoleon. Ja, irgendwie finde ich spannend, weil Napoleon Bonaparte hört sich, ist das Französisch, meinst du, der, also, vielleicht konnte er nicht lesen, das kann ja auch sein. A oder B finde ich gut, aber wir nehmen jetzt... Wie jetzt? Ja, wir nehmen das jetzt. Also kann es eigentlich nur A sein. A ist eingeloggt. A oder B finde ich gut. Ja, wer weiß, ne? Aber ich... Könnte alles sein. Ahnung. Klingt spannend, ist es auch. Der französische Feldherr wurde als Napoleone de Bonaparte im Jahre 1769 in Ajaccio auf Korsika geboren. Dort war sein Vater Carlo de Bonaparte als Advokat tätig. Die Mittelmeerinsel gehörte bis 1768, also einem Jahr vor Napoleons Geburt, noch zu Italien. Seine Muttersprache war folglich Italienisch. Erst mit 9 Jahren lernte er auf einer Schule in der Bourgogne Französisch.
Seinen italienischen Namen ließ er sogar erst mit Anfang 20 ändern. Irgendwie sowas. Napoleon Bonaparte. Ja, weil so französisch hat sich der Name überhaupt nicht angehört. Richtig. Très bien. 2000 Euro. Letzte Kategorie, die übrig bleibt. Sport. Warum sind die meisten Billardtische grün bezogen? Oh, das wusste ich mal. A. Der Erfinder des Spiels war Förster. B. Die ersten Turniere wurden von irischen Bischöfen abgehalten. Oder C. Ursprünglich wurde Billard auf einer Wiese gespielt. Wäre B eine Möglichkeit? Förster vielleicht? Ich habe das noch nie gehört. Antwort A. Irische... Wenn du A sagst, ich bin dabei. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Frühere Kugelspiele aus dem 13. Jahrhundert, die auf die Ursprünge von Billard zurückgehen, erinnern an das heutige Croquet. Gespielt wurde unter freiem Himmel auf einer Wiese. Da man vom Wetter unabhängig sein wollte, verlegte man das Spiel in die warme Stube auf einen Tisch. Billard entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte immer weiter, doch eine Sache blieb. Aus nostalgischer Erinnerung an die Outdoor-Spielvariante werden die Tische bis heute grün gezogen. Aber es gibt auch blaue. Wobei ich die blauen ja irgendwie so ein bisschen eleganter finde. Es bleibt bei 1000 Euro. Also, wir schauen mal ganz kurz auf den Kontostand. Das Team Bernhard, 1000 Euro auf eurem Konto. Das Team Elton, 2000 Euro auf eurem Konto. Wir kommen jetzt zum großen Finale. Wir nennen euch zuerst die Kategorie, dann müsst ihr setzen. Dann kommt die Frage. Ihr habt 20 Sekunden Zeit zu antworten. Und dann lösen wir es auf. Seid ihr bereit fürs große Finale? Hau raus. Die Kategorie, aus der heute unsere Masterfrage kommt, ist Architektur. So, ich darf euch jetzt bitten, euren Einsatz zu machen. Ich setze 1 Euro. Gut. Beide Teams haben gesetzt. Ich Angst habe. Volle Konzentration. Vor Architektur. Und jetzt kommt die Masterfrage. Welches dieser Gebäude ist das höchste? Also wieder eine Schätzfrage. A, der Messeturm in Frankfurt am Main, B, der Fernsehturm in Berlin oder C, der Eiffelturm in Paris? Oh, 20 Sekunden. Ich könnte mir vorstellen, der Eiffelturm. Also ich kenne nur B und C. A kenne ich so persönlich nicht. Messeturm. Also, ich kenne ja den Fernsehturm. Oder den Fernsehturm. Ist der Fernsehturm höher? Oder der Fernsehturm vielleicht? Aber ist der Fernsehturm höher als der Eiffelturm? Wir gucken, was ihr gesetzt habt. Ja, ich glaube, es ist... Ich weiß es nicht. Gesetzt. Nee, ich glaube, der Eiffelturm ist höher als der Fernsehturm. Das Team Elton. Ich glaube, ich habe falsch. Wir schauen, was unsere beiden Teams getippt haben. Ich habe gewechselt. Ich hatte erst C. Das Team Bernhard hat getippt auf Antwort C. Ich bin dann auf B. C. Ah, das hatte ich erst. Das hatte ich erst. Elton hat getippt auf Antwort B. Ich hatte erst den... Ich bin gewechselt. Schauen wir auf die Auflösung. Der Pariser Eiffelturm ist 324 Meter hoch. Der Berliner Fernsehturm 368 Meter. Der Frankfurter Messeturm 5,652 Meter hoch. Hä? Was? Ja, ich habe das jetzt von hinten vorgelesen. Also andersrum, 256,5 Meter hoch. Das heißt, das höchste Gebäude ist der Berliner Fernsehturm. Was? Das bedeutet, dass Team Elton gewinnt. Oh mein Gott. Glückwunsch zum Sieg. Das war aber so knapp geschätzt, ne? Ohne Witz. Vielen Dank an unsere beiden Teams.